Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge aus unserer verlassenen Ingen-Anlage. Ihr habt wieder ganz tolle Namensvorschläge für unsere vier Raptoren in die Kommentare geschrieben. Und es haben sich wieder vier von euch in meinem Park verewigt. Und an dieser Stelle machen wir jetzt weiter. Und ich werde mich jetzt erstmal so ein bisschen um Hintergrunddeko kümmern. Weil mir ist aufgefallen, auf den Screenshots und Videoaufnahmen, die ich noch so gemacht habe von dieser ganzen Sache, die wir gebaut haben, dass hier definitiv noch so ein bisschen Deko fehlt. So ein paar Felsen und sowas, bisschen Variation hier in der Berglandschaft. Und darum werde ich mich jetzt erstmal kümmern. Und als nächstes möchte ich dann den nächsten Bereich bebauen. Das wird irgendwo hier vorne auf der Wiese sein. Ich mache jetzt erstmal hier ein Stückchen Wald weg, wo dann irgendwie so ein verwucherter Weg oder so durchkommen wird zum nächsten Bereich. Und der nächste Bereich soll auf jeden Fall ein Gehege beinhalten, wo dann hoffentlich die Zäune dann noch zerdeppert werden. Das wäre ideal. Aber ich nehme jetzt erstmal hier so ein schönes Forschungsgebäude.
Eins, was ganz cool aussieht. Oh, hier das Wissenschaftszentrum. Das sieht, glaube ich, immer ganz cool aus. Ja, das ist nice. Schön mit so einer Satellitenschüssel und alles. Das gefällt mir richtig gut. Platziere ich da mal hier hin. Perfekt. Wir müssen auch noch begradigen, sehe ich gerade. Ansonsten können wir nämlich nicht gut bauen. Und hier rechts neben das Gebäude, da soll dann das erste Gehege hin, wo damals, als der Park noch nicht verlassen war, die ersten Versuchskaninchen gehalten wurden. Aber diese sind natürlich jetzt in dem Zustand vom Park bereits ausgebüxt und laufen dann frei herum. Im besten Fall sind dann die Zäune von dem Gehege auch total zerdeppert von irgendwelchen Stürmen. Auch wenn ich hier so Wege einzeichne, dann merke ich schon ein bisschen die FPS. Also ich glaube, allzu groß können wir dieses Parkbauprojekt leider nicht mehr machen. Ansonsten wird es da wahrscheinlich richtig Probleme geben. Das ist echt krass, ne? Dass diese Mods an Leistung ziehen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich habe es halt echt einfach zu sehr übertrieben mit diesen ganzen Objekten. Aber das macht halt so viel Spaß, wenn man so viele tolle Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und auf diese Fläche baue ich jetzt das Gehege. Das mache ich, glaube ich, mit diesem Zaun. Oh, ich glaube, ich nehme eher diesen Stromzaun, den hier. Dann hier eine kleine Schräge rein. Und dann bis hier vorne. Möglichst gerade. Und dann hier am Rand entlang. Schon haben wir so ein kleines Versuchsgehege. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen mehr gestalten. Erstmal mit so einem Tor. Das connectet nämlich auch ein bisschen besser mit dem Zaun. Also ich meine halt hier an den Seiten. Hier sind halt Pfosten. Wenn ihr zum Beispiel hier das Rote nehmen würdet. Moment. Da wären dann keine Pfosten. Und dann steht der nächste Sturm. Genau in der Mitte. Gar nicht so schlecht. Scheint hier nochmal durchzufegen. Das ist aber auch okay, weil hier muss ja der Zaun auch noch ordentlich zerdeppert werden. Ich glaube, die Anlage da hinten ist schon komplett zerstört. Ich glaube, mehr kaputt geht da nicht. Hoffen wir mal, dass er hier viel von dem Zaun mitnimmt. Ein. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Reparieren kann ich dann ja eh nach Belieben. Aber das ist schon mal perfekt hier. Also dieses Stück, so muss das aussehen. Dass es hier schön zerdeppert ist. Das müsste jetzt hier nochmal genauso sein, dass hier ja nochmal ein bisschen mehr kaputt geht, hier auf dieser Seite. Ich glaube, viel mehr wird er nicht erwischen. Wobei, der macht gerade eine krasse Kurve. Vielleicht schafft er es noch zu dem Gebäude oder dem Gebäude. Das wäre auch nicht verkehrt. Scheint hier auf jeden Fall den Berg sich hochzukämpfen. Oder doch nicht? Ah doch, er geht hoch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, er erwischt das Gebäude noch. Ach, er hat hier die unsichtbaren Zäune kaputt gemacht. Oh nein. Hier ist er durchgeflogen. So Mist. Das ist halt genau das Problem, deswegen kann ich jetzt die unsichtbaren Zäune nicht ziehen. Habt ihr es ganz gut gesehen? Ach, schade. Das war's. Ja, jetzt hat er leider nur die Zäune hier erwischt und nicht die beiden Gebäude. Aber früher oder später sind die auch noch dran. Wir waren aber hier stehen geblieben. Wir gestalten nämlich das Gehege jetzt noch ein bisschen weiter. Da kommt noch ein Futterspender auf jeden Fall hin. Hatte ich hier nicht eine Mod installiert, dass die unsichtbar sind? Ah, das ist ja praktisch. Das heißt, nur dieser hier ist unsichtbar. Das ist ja cool, dann kann ich sogar noch diese hier benutzen. Weil an der Stelle macht es natürlich Sinn, keinen unsichtbaren zu benutzen. Und dann müssen wir das Ganze noch gestalten. Ich kann eigentlich schon direkt so ein Skelett hin. Wobei, das könnten wir auch mit so Käfigen kombinieren diesmal. Es gibt ja hier diese
Käfige. Diese hier meine ich. Könnte man nämlich hier auch noch entweder davor platzieren oder hier rein. Also hier rein ist, glaube ich, gar nicht schlecht, aber dann müssen wir nochmal ein bisschen begradigen. Sonst sieht das nicht aus. So, vielleicht sollte ich erst am Ende diese ganzen Absenkungen und so reinmachen, an den Stellen, wo dann nicht unbedingt Objekte stehen, die dann schweben würden. Machen wir hier mal zwei Käfige nebeneinander. So, und dann vielleicht noch davon ein, zwei Stück hin. Ja, eigentlich reicht mir einer. Perfekt. Und da kann dann ein Skelett hinein. Der ist dann da leider eingesperrt gewesen und hat es nicht geschafft. Gibt es doch auch noch das andere Ding. Da. Kann man nämlich immer gut kombinieren, die beiden Sachen. Den Schädel und das Gerippe. Perfekt. Dann haben wir da schon mal einen toten Dino drin. Ich glaube, ein Edmonto-Skelett oder so ist das. Und hier können dann auch noch ein paar Kisten hin. Ein bisschen Lieferzeug. Also noch ein paar Fässer. Und Container machen wir gleich auch noch. Aber ich will erstmal noch ein bisschen mehr Kisten haben. Hier gibt es nämlich auch andere Kisten. Und noch mal so kleinere gibt es auch noch. Ich denke mal, ich werde das gleich wieder im Speedbuild hier machen für euch. Weil das dauert immer, wenn ich hier rumsuche in den Menüs.
Und dann müssen wir jetzt auch noch Futterspender unterbringen von denen, die wirklich fressen können, dann die Dinosaurier, die dann hier sind. Das machen wir natürlich dann wieder schön getarnt als normaler Busch hier so rein. Und jetzt rausgefahren? Ja. So, guck mal, das passt doch. Fällt ja fast gar nicht auf. Richtig gut. Können wir noch einen von machen. Sind sogar gute Deko, diese Dinger, muss man sagen. Vielleicht, dass die hier auch mal reingehen. Hier noch in der Ecke so ein Büschchen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich glaube, wenn das richtig qualmt und zerdeppert hier ist, dann sieht das auch nochmal eine ganze Nummer cooler aus. Wir müssen jetzt hier auch noch die Übergänge ein bisschen besser verstecken. Dass man die Wegübergänge nicht so sieht. Vielleicht noch ein paar umgefallene Bäume oder so dahin. Hier haben wir doch auch hier irgendwo, genau. Sowas. Das Wasser habe ich übrigens hier auch hingemacht, weil die Dinosaurier auch irgendwo trinken müssen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Können wir jetzt auch nochmal ein bisschen Felsen reinmachen. Ich habe jetzt nochmal einen zweiten Sturm abgewartet und ich hoffe natürlich darauf, dass dieses Gebäude hier ein bisschen zerstört wird und auch die Zäune hier. Das wäre ideal, aber das kann ich halt leider nicht beeinflussen. Ist leider mal so ein bisschen Glückssache. Mal schauen, wo der Sturm spawnt. Oh, der spawnt da hinten. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, die Ranger-Station muss hier schon mal dran glauben. Oh, das sieht gut aus. Jetzt sieht das richtig verlassen aus. Das Dach alles zerdellt. Richtig cool. Die Bretter hier rausgebrochen. Das macht schon viel aus, ne? Das gefällt mir. Sehr, sehr cool. Da oben ist auch alles kaputt. Als wenn der Baum das wäre, als er darauf gestürzt ist. Und ich glaube, er geht sogar in die richtige Richtung. Ja, das sieht gut aus. Oh, ich glaube, wir haben richtig Glück. Oh, das Gebäude ist sogar schon ein bisschen zerstört. Brennt hier schon. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Ich glaube, hier das Dach oben kann auch noch kaputt gehen. Wird hoffentlich gleich noch passieren. Oh, hier ist auch die ganze Wand eingerissen schon. Krass. Und jetzt geht es ja auch noch an den Zaun, hoffentlich. Je mehr der wegreißt, desto besser. Ich hoffe, das sind jetzt nicht nur so ein paar kleine Zaunstücke. Ich kann meinetwegen eine ganze Wand wegreißen. Oh ja. Das war leider nur eine kleine Ecke. Aber immerhin. Ich will mich nicht beklagen. Komm schon, dreh nochmal. Nochmal schön in den Zaun rein. Jawohl. So will ich das sehen. Jetzt hier vorne noch? Ja. Kommen noch mehr.
Schade, schade. Von mir aus hätte er auch gern noch mehr zerstören können. Aber es war kein schlechter Sturm, Leute. Es war kein schlechter Sturm. Schaut euch das mal an. Das sieht doch schon cool aus. Hier hinten auch alles zerdeppert. Da qualmt es jetzt auch ein bisschen. Das ist doch schon nicht schlecht. Wäre cool gewesen, hätte er hier vorne noch ein bisschen was zerstört. Aber das macht nichts. Ich bin zufrieden. War ein guter Sturm. Und das hier werden unsere neuen Bewohner. Das ist eine ganz neue Mod. Und zwar ist das der Terizinosaurus. Den hatten wir ja schon mal als Mod. Allerdings jetzt nochmal als neues Model. Und ich glaube, der kann sogar kämpfen, was ich besonders cool finde. Weil bei der ersten Mod war der als Sauropode im Spiel. Und Sauropoden können sich ja leider in JW1 nicht verteidigen. Ach, diese Klauen. Heftig. Ja, das Federkleid ist leider nicht ganz so hochauflösend. Aber ich finde den schon sehr cool. Auch das rote Auge sieht nice aus. Und der ist ganz schön groß, ne? Wenn ihr mal schaut. Im Gegensatz zu dem Gebäude. Das ist schon heftig. Vielleicht sollte ich damit nicht so übertreiben. Ich denke mal so 2-3 Stück maximal. Das hier ist übrigens Nummer 2. Ein sehr cooler Skin, wie ich finde. Der ist halt viel, viel heller. Okay, der schläft ganz komisch. Mit Kopf oben. Aber das macht ja nichts. Ich weiß gar nicht, welches Skelett der benutzt. Bin da gleich echt gespannt. Ich hoffe, der frisst ganz normal vom Pflanzenfresser Futterspender. Habe ich mir gar nicht angeguckt. Aber scheint hier ein Pflanzenfresser zu sein. Da ist auf jeden Fall dieses grüne Blattsymbol. Also es sollte dann hoffentlich funktionieren. Ich lasse es dann auch bei 2 Terris, weil die so groß sind. Und würde sagen, ich bringe die jetzt mal eben drüber. Die Terris kommen geflogen und das sieht ganz, ganz komisch aus. Wie die am Zucken sind. Holy shit. Oh Gott. Oh Gott, ist das chaotisch. Ist auf jeden Fall die schönste Landung, die ich jemals in einem Parkbauprojekt hatte von einem Dino. Okay, jetzt geht's ihm gut. Er hat sich enttüdelt. Sehr schön, da haben wir ihn. Und jetzt seht ihr mal, wie groß der ist. Also der ist wirklich riesig. Jetzt rennt er hier wahrscheinlich in den Wald, oder? Ah ne, er geht hier direkt fressen. Ah, das ist ja perfekt. Das scheint hier schon mal zu funktionieren. Das ist ja mega cool, dass er hier dann an dem Futterspender essen kann. Das feiere ich. Das ist richtig cool, dass man die Futterspender so tarnen kann. Oh, der ist auch so am Zucken. Oh mein Gott. Hä? Okay, ich wollte gerade sagen. Ich dachte gerade, dem geht's nicht so gut, weil der auf dem Boden lag. Der geht, glaube ich, jetzt trinken. Dann können wir auch da die Animation mal eben uns angucken. Natürlich mega interessant, wenn man so eine neue Mod hat. Aber das funktioniert alles sehr, sehr gut. Bin jetzt nur gespannt, wie der sich so im Kampf dann schlägt. Den würde ich sagen, wir lassen mal kurz eben einen Fleischfresser frei und bringen den hier auch mal hin. Gehen hier direkt in Kampfposition. Perfekt, so muss es sein. Das ist natürlich schade, dass er die Klauen nicht benutzt. Aber ich glaube, der Cerato wird keine Chance haben. Ich glaube, der wird gleich down gehen. Oh, sieht bis jetzt noch ausgeglichen aus. Oh, der Cerato gewinnt, oder was? 49% nur noch. Blut überströmt jetzt. Gibt's ja gar nicht. Schlägt der Terry zurück. Sehr, sehr ausgeglichen. Aber ich glaube, wenn der Terry jetzt noch einen Treffer landet, dann war's das für den Cerato. Ja, und das schafft er. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Finishing Move.
sah gar nicht so schlecht aus. Es sah fast so aus, als hätte er den mit den Krallen erlegt. Ja, jetzt haben wir als Deko auch noch einen toten Cerato da liegen. Aber der wird irgendwann verschwinden, leider. Für die beiden Terris, die hier rumlaufen in dem neuen Gebiet, könnt ihr natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Das soll es jetzt auch mit der heutigen Baufolge gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und das haben wir heute gebaut.